Wer ist ein feines Kistelchen, ha? Ja, ich, ja, genau, das magst du doch. Hier, nochmal ein bisschen was. Ist das alles? Los, ist die Poppies. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Oh Mann, du kannst doch nicht unsere Kiste mit Poppies Minecraft füttern. Minecraft Time. Natürlich kann ich die mit Poppies füttern. Schau dir das mal an. Guck mal, der mag Poppies. Hier, Poppies da. Poppies, wunderbar. Guck, der isst das alles auf. Der isst sogar Dreck. Irgendwie isst der alles, kann das sein? Ich glaube, so ein Saft. Was glaubst du, Flo? Wie schmeckt ein Cobblestone? Schmeckt der so ein bisschen sandig? Ja, eigentlich weiß ich das ja nichts, obwohl... Also, hast du schon mal Cobblestone gegessen? Na, weiß ich nicht. Dieser Cobblestone, der hat ja so diese Ritzen dazwischen drin. Da hängt bestimmt noch ein bisschen Sand und ein bisschen Dreck mit drin, weil den muss man ja dann abbauen. Ich muss schon sagen, der schmeckt dann bestimmt nicht so gut. Aber der Kiste schmeckt das. Guck dir das an. Nom, 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 nom. Hier hast du einen Block of Emerald. Nom, nom. Oh, Flo, ich hab da jetzt einen Block of Emerald reingehauen. Oh, ist das schlimm? Oh, was, was ist das? Das ist der Hightech-Device. Roman, das ist das neue Hightech... Material-Dings, neue Maschine. Okay, du gehst einfach hin und stell dir eine Frage. Sie weiß alles. Okay, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der beste Kasper im ganzen Land? Ja und nein Fragen, Roman, der checkt das sonst nicht. Achso, ja und nein Fragen, okay. Bin ich der Allerlustigste in diesem Land? Er zeigt dir die Antwort. Flo, er zeigt mir ein X. Okay, funktioniert diese Maschine wirklich? Oh! Oh! Okay, warte. Oh, heißt mein Vater Peter? Oh! Na, hat er jetzt Ja oder Nein gezeigt? Ich bin mir da nicht sicher. Flo, ab wann weiß ich, ob sie Nein oder Ja zeigt? Achso. Lassen Sie mal einen Techniker das überprüfen. Nein, pass auf. Das heißt Nein. Nein, Flo, du musst das anders machen. Guck mal, wenn ich da irgendwas frage, ja? Dann musst du diesen Lever so nach oben, das ist ja immer Nein. Und dann, wenn ich irgendwas frage, kommt erstmal dieses Ding aus. Du bist nicht befugt hier zu sein. Ja, du musst erst die ganze Zeit hier diesen Lever... Okay, ich frage jetzt noch was, okay? Sind Bäume saftig? Okay, sind Kürbisse saftig? Oh, sind Melonen saftig? Oh, sind saftige saftig? Okay, gut, die Maschine funktioniert. Das ist wunderbar. Aber Flo, du hast jetzt ein bisschen was erzählt, ne? Und zwar hatten wir ja irgendwie sozusagen was vorgehabt. Irgendwie mit einer Bohne oder sowas. Und Flo hat da irgendwas gelesen. Wirklich, Leute, wir nehmen die Folge nach der letzten auf. Das heißt, wir wissen noch nicht, was passiert. Mhm. Jedenfalls, was wir machen wollten ursprünglich. Roman, hast du Eisen? Ja, ich habe sogar einen Eisen-Eimer dabei. Ich habe auch Eisen. Ich habe hier, ja, okay, gut. Ich habe sogar 11 Diamanten dabei. Iron Ingot. Denn Roman, wir machen jetzt was Magisches, okay? Okay, wir machen was Magisches. Okay, ich bin bereit. Das ist so magisch, das darfst du nicht weitererzählen. Ja, okay. Das bleibt uns so. Okay, das bleibt unter uns. Wir machen das ganz, ganz mal. Wir müssen jetzt hier irgendwas reinwerfen, was das vier Zauberstab. Warte, wir brauchen Zauber-Shards, warte. Okay, Dings, ich habe Water-Shards dabei. Soll ich die reinschmeißen? Warte ganz kurz, ich muss schauen, ob das auch geht. Ja, ja, Water-Shards, 1, 2, 3, 4. Okay, ist drin. Wir haben 4 Dings. Jetzt sprich den Zauberspruch, Roman. Okay, Hunger, Hunger, ja, 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 ja. War das richtig? Hey, warte mal, eigentlich sollte was passieren. Da ist eine Erde dazugekommen. Flo, ich habe den Zauberspruch richtig gesagt. Das könnte ich schon. Roman, warte mal. Okay, geh mal auf den Dings, auf den Tomanomanomikon. Tomanomanomikon, easy peasy. Und okay, und was muss ich da drücken? Ich gehe auf Alchemie. Okay, Alchemie. Und dann? Und dann das lilane Ingot. Das lila Magical Metallurgy. Ah, ich warte. Welches lilane Ingot meinst du? Magical Metallurgy. Okay, und dann? Siehst du, was wir machen müssen? Ah, dann müssen wir Iron Ingots reinschmeißen. Warte, komm her. Guck. Okay, 1. Dann, hast du jetzt schon 4 Stück reingeschmissen? Warte. Wir haben zu wenig. Wir brauchen eine neue Shard. Okay. Jetzt haben wir wieder 4. Oh, was blubbert? Oh, das kochen mit Chaos. Heftig, du. Okay. Hui, was ist denn da jetzt passiert? Ah, Flo! Roman, nein, du darfst nicht drauf gehen, der ist heiß. Okay, das ist heiß. Okay, und jetzt muss ich dieses. Was mache ich mit dem? Du musst drauf gucken. Guck drauf, wenn 4 Zauberstab da ist, dann können wir ein Ingot machen. Ah, aber Flo, was bringt uns so ein Ingot? Wirf noch eine Shard rein. Eine Water Shard habe ich dabei. Ah, okay, so. Das und heißt, blub. Wuh, okay, ich habe jetzt 2 Taumium Ingot. Okay, ich drück mal U drauf. Was haben wir da? Man kann daraus eine Taumium Chestplate bauen. Und man kann daraus eine Taumium Pickaxe bauen. Man kann daraus einen Taumium Helm bauen. Man kann daraus eine Taumium Taumaxe bauen. Man kann es auch. Hey, daraus kann man sich sogar ein Schwert bauen.
Hui. Ja, nee, ich brauch den Helm. Du könntest auch den Helm. Ja, ich hab noch keinen Helm. Oder willst du lieber ein Schwert haben? Nee, ich hab schon ein richtig gutes Schwert. Das okay, warte, dann geh mal auf das allerletzte. Taumig Tinkering. Taumig Tinkering? Warte mal. Ja, genau, mach du dir den Helm und ich mach mir irgendwas anderes. Das schwappt über. Warte. Was ist das? Ist da jetzt? Jetzt bin ich vergiftet und jetzt esse ich eine Mana-Bohne. Was soll jetzt Komisches passieren? Wo bist du denn vergiftet gewesen? Du warst ja nicht vergiftet. Nee. Wenn du reingehst, kriegst du die Grippe. Die Flachsflu. Ja, warte. Ah ja, genau, die Flachsflu. Und hast du jetzt so eine Mana-Bohne gegessen? Ja. Was passiert da jetzt? Jetzt habe ich Flachsflu Stufe 4. Flachsflu Stufe 4? Und was ist Flachsflu? Was macht Flachsflu? Ist da... Flo, er schwappt über! Flo! Nein, warte. Du musst pusten, damit der Schaum weggeht oder sowas. Safe. Ja, warte, du musst da wahrscheinlich hier auch... Saved. Ja, genau. Okay, saved. Easy. Okay, hast du noch so Dings? Nein, das ist ein Kopf schon reingeworfen. Okay, so, ist das schlimm? Weil wir haben Dings, wie viel Taumium-Ingots hast du? Ich habe jetzt 2 Taumium-Ingots. Das heißt, warte, 1, 2, 3, 4... so, zack, dann haben wir noch eins. Oh, das geht schon gut, Roman, wir sind richtige Profi-Kopf. Alter, was ist denn da jetzt alles drin? Alter, wie viel? Mach jetzt einen Helm daraus. Okay, ich mach einen Helm. Warte, da ist eine Dings, Crafting Bed. Das ist der Taumium-Helm. Was? A magical presence is watching you. Bin mir gerade der übelst komische Effekt. Echt? Aber es geht Roman, gut. Das blubbt, das Wieso fliegt das nach da oben? Oh mein Gott. Wieso fliegt das? Stand bitte auch im Chat irgendwas in Lila oder Schrift? A magical presence is watching you? Nein! Oh oh. Flo? Oh. Das ist nicht gut. Wieso hast du die Bohne gegessen? Ich hatte so eine. Mein ganzer Bildschirm hat so geflackert mit Lila-Dings und ich hab so gehört. Tutum. Oh nein! Aber es geht dir gut. Okay? Jetzt schon. Ja, okay. Jetzt ist der Effekt weg. Warte, ich schau mir mal kurz den Helm an. Woo! Guck dir mal den Helm an. Wow! Ich bin okay, warte. Geh mal ganz unten auf das allerletzte Magie. Okay, das auf das allerletzte auf Magie. Genau. Taumig Tinkering. Helmet of Revealing. This is why I can't use Photoshop. Soll ich da drauf drücken? Okay. Helmet of Revealing. Und was kann ich jetzt damit machen, Flo? Ja, guck mal, der Roman. Siehst dir einfach an, das ist das Rezept. Wenn du draufdrückst. Ach so, da kann man einfach draufdrücken. Dann siehst du immer das Rezept. Ah, jetzt kann ich die Dinger vermischen. Ich verstehe. Du brauchst aber alle Elemente, die es gibt, ne? Guck mal. Alle Elemente, die es gibt? Wie? Ja, drück mal. Guck mal. Unten steht, welche Elemente du noch brauchst. Ich brauche Erde, ich brauche Feuer, ich brauche Water, ich brauche Air, ich brauche... Bist du auf allem voll? Perditio in Zauberstab, meinst du? Ja. Ja, ich bin auf allem voll. Wie kriege ich das okay, hier? Okay, passt dann. Hier professionelles Dings. Okay. Crafts dir. Das heißt, ich lege den da jetzt... Warte mal, wie mache ich das jetzt? Warte mal, muss ich den... Einfach die Brille und dann den Helm. Achso, einfach die Brille und den Helm. Die Brille und den Helm. Okay, warte mal, vielleicht andersrum. Oder vielleicht da unten rein. Flo, muss ich den Zauberstab dafür reinlegen? Weil wie willst du sonst die Dinge reinkriegen? Ja, aber das funktioniert nicht, Flo, das will nicht. Vielleicht habe ich es falsch gecraftet, guck mal, du musst es so machen. Hä? Nein, das funktioniert auch nicht. Lol, wieso ist... Also deine Brille ist abgenutzt. Da braucht man eine neue. Und wie baut man die, Flo? Warte mal, ich kann reparieren mit meiner. Echt jetzt? Cool, easy. Das mache ich ja für den Aerosol. Dankeschön, also 44. Das heißt, ich baue jetzt... Da fliegt gerade was. Warte, andersrum. Jetzt den Helm. Roman, es ist übergegangen. Warte, hab ich's? Nein, da war gerade eben was. Nein, jetzt ist es wieder weg, Flo. Warte mal, wieso will denn das nicht? Das ist für eine Sekunde da und dann verschwindet. Ich hab sie. Alter, easy. Okay, das heißt, ich ziehe das an. Ich hab's neue Brille gekauft. Flo, ich hab jetzt ein Dings. Ich hab jetzt eine Brille mit dem Helm. Neue. Cool, Flo, du siehst übrigens immer an alle Leute, die sagen, unsere Rüstung ist schlecht, das Diamantrüstung. Leute, die Rüstungsbalken sind komplett verbuggt in dem Modpack. Also bitte nehmt die nicht ernst. Also das heißt, unsere Rüstungen sind gut, oder? Ja, die sind besser als dir. Ah, okay, gut. Weil ich habe, falls nämlich irgendwas ist, ich habe nämlich ein paar Dias dabei. Immer so aus Notfall. Übrigens, Roman Dings, kennst du schon das neueste Wunder der Technik? Das neueste Wunder der Technik? Ein Duct Tape. Ein Duct Tape? Was ist das? Da kannst du Dinge reparieren, wenn du rechts kriegst. Wow, cool. Warte mal, ich hätte gerade deine Google's Revealing Dings reparieren können. Oh nein, das wäre echt. Oh, warte, ich habe aber hier eine Pickaxe. Ich möchte auch was reparieren. Woo, okay, cool. Ich habe jetzt eine reparierte Pickaxe. Du wolltest deine Rüstung? Lol, das sind ja voll die coolen Items, Alter. Daraus kann man sich ja voll die schicke Rüstung jetzt machen. Ja, ich hab's analysiert. Hast du schon? Guck mal, die Bohne. Warte, die Bohne. Mana-Bean. Ja, dafür kriegt man
dann ein Getreide. Das ist cool. Okay, okay. Ansonsten, warte, lass mal schon. Was wir nämlich heute vorhatten, wir wollten uns heute nämlich ein Portal in eine andere Welt machen, Roman. Ja, eine andere Welt. Eine Welt voller Wunder. Aber wo wollen wir dieses Portal denn bitte schön hinbauen, Castle 44? Ich bin mir nicht sicher. Wollen wir das irgendwo, also Poppies, fahren wir schon mal Poppies. Ich habe zufällig 16 Poppies dabei. Ich würde mal sagen, wir machen das hier wird's gut passen. Echt jetzt? Warte mal, warte, ich überlege gerade, ist dies, ja doch, Tatsache, das geht eigentlich so. Da müsst ihr, da weiß ich sogar Bescheid, ja, meine werten Damen und Herren, und zwar kann ich euch das ja mal hier ein bisschen erklären, ja. Ich als ein Minecraft-Survival-Games-Profi nehme nun hier, genau, ich nehme hier sozusagen jetzt das Wasser, platziere das dahin und umkreise den atemberaubenden Wasserteich mit Poppies, ja. Danach nehme ich ganz geschwind meinen linken Arm oder vielleicht auch meinen rechten, kommt drauf an, welchen Arm ich benutze, Ich benutze den rechten. Ja, das okay, heißt, Jetzt hole ich noch die magische. Aber hast du schon das Ding? Ich habe natürlich als Minecraft Survival Games Profi hat man immer die magische Essenz mit dabei. Aber willst du vielleicht reinwerfen? Und ich schaue vielleicht zu. Der Castle 44, der Assistent, schmeißt da jetzt einen Diamond rein und boom! Oh, das sah ganz schön cool aus, muss ich sagen. Also, falls ihr das nicht kennt, das, meine werten Damen und Herren, ist die Poppy-Dimension. Ist die Poppy-Dimension. Ich spring rein. Woo! Easy peasy. Das ist nämlich der richtig coole Twilight Forest. Der ist mega cool. Der sieht so cool aus. Oh, mein Creeper, Creeper! Ah! Warte, ganz ruhig. Elektro-Creeper. Oh, nein, oh, nein. Wie geht man mit Elektro-Creeper? Ich glaube, der macht gar nichts, oder? Warte mal. Ist das. Ah, das ist, glaube ich, einfach. Nee, Nein, der macht was! Der zieht dir, glaube ich, Strom ab, wenn du irgendwas anhast mit Strom. Hä, aber wie sollen wir bitte schön was anhaben mit Strom? Keine Ahnung, Roman, wir sind Höhlenmenschen, wir haben keinen Strom. Stimmt allerdings, wir sind zu blöd für Strom. Oh, hey, guck aber mal, das sind Glühwürmchen. Oh, ein Eichhörnchen. Flo, das sind Glühwürmchen-Dingster-Bumsters. Ein Eichhörnchen, Roman. Wo ist ein Eichhörnchen? Süß, oh, guck, Alter. Guck mal, wie der mit seinem Schwanz wedelt. Voll die coole Animation, oh, wie Alter. Cool. Ich will das Haustier. Ja, das ist voll cool. Guck mal, wie schnell der laufen kann. Ja, guck mal, da sind so Glühwürmchen in einem Dings. Hier ist ein Shrub. Lars war stolz auf uns. Oh, Warte mal, ich möchte hier alles. Der Twilight Forest ist komplett kompatibel mit Towncraft. Ich möchte hier dieses Dings mitnehmen. So eine. Doch, es funktioniert. Flo, guck mal, ich habe ein cooles Geschenk für dich. Komm mal her. Hast du es mitgenommen? Ja, warte. Wo bist du? Du bist gerade in welche Richtung gelaufen? Ich habe ein Glühwürmchen. Ich bin mit Portal. Hier. Okay, pass auf. Ich hab ein Glühwürmchen. Hier hast du. Und hier ist das zugehörige Glas, Flo. Wir sind sowas wie Profis. Easy, Mann. Oh, du brauchst ein Bottle, nicht dieses Glas. Das Glas ist leer. Echt jetzt? Das Glas ist leer? Warte mal, das heißt. Warte mal, Firefly Jar? Nee, Flo, das ist gar nicht leer. Wenn du das platzierst, dann leuchtet das. Hey, ich möchte mir so ein paar Dinger mitnehmen. Dann kann ich die zu Hause aufstellen. Dann habe ich sowas wie Lavalampen oder sowas. Oh nein, jetzt sind wir wieder in der Dimension gelandet. Aber Flo, warte, ich habe eine Idee, wie ich das alles ändern kann. Ich kann natürlich dein Problem lösen. Oh mein Gott. Hast du Dings mit Melonen? Ja, Melonen. Oh Mist, wir brauchen Melonenblöcke. Und dann können wir später hier hinkommen. Und dann können wir einfach so Kürbisblöcke durch Melonenblöcke ersetzen. Warte, ich hol welche. Ja, hol mal welche. Und ich schaue mich hier nochmal um. Ich hole nämlich nochmal ein paar Dings. Firefly Jars. Jedenfalls, und so. Wer das nicht kennt hier gibt es Dungeons ohne Ende. Das ist wirklich richtig. Also wirklich, wenn ihr diesen Mod noch nicht kennt, dann habt ihr was verpasst in Minecraft, weil das ist einer der geilsten Mods in komplett Minecraft. Der wurde jetzt aber inzwischen auch geupdatet oder sowas in der Art, seitdem wir das letzte Mal gespielt haben. Weil hier gibt es extrem viele neue Dinge. Dieses Dings, diese coolen Lampen, die kenne ich noch gar nicht. Die sind voll cool, die möchte ich unbedingt mitnehmen. Ich brauche ganz viele davon und ganz viele zu Hause Melonen. Echt, jetzt hast du ein paar? Easy. Aber Melonenblöcke, ne? Nicht nur Melonenscheiben. Ja, gib mir Equal Trade, ich gebe dir stattdessen was anderes. Okay, Equal Trade. Ich möchte aber auch wechseln. Ja, okay, wobei, das ist jetzt dein Job, warte. Willst du Frost oder Feuer? Das war einfach wieder so ein ganz normaler. Das schwarze Loch gehört mir, das gebe ich dir nicht. Wo ist mein Ding? Doch, ich möchte das schwarze Loch haben. Weil Equal Trade ist cool, weil da möchte ich natürlich das schwarze Loch haben. Warte, hast du cooler Tausch. Ich mag den. Jetzt das Ding da rein. Cool, ich habe damit noch nie rumgespielt. Ja, ich möchte das jetzt auch mal ausprobieren. Warte, ich hab auch meins noch nicht. Pass auf. Ui, das ist voll lustig. Geister Creeper. Ah, aua, lol. Oh, Mann. Ist es wieder zu. Die entstehen. Warte mal, ich möchte jetzt diesen Creeper da runterschmeißen. Das ist cool. Jetzt versuch mal, die Dinger zu ersetzen. Das ist bestimmt so mega witzig, wenn das jetzt klappt. Oh, bitte. Warte. Nein, pass auf. Du musst jetzt als erstes eine dicke, genau, die ziehst du so an. So, und dann, wenn du sie mit dir... Das ist mega cool. Jetzt kannst du die alle ändern, immer wenn die da sind. Der verbraucht Weiß und Schwarz, Flo. Hast du Weiß und Schwarz? Vielleicht finden wir hier ein paar Auranoten oder so. Warte.
Also mal, schwarz, ich hab nicht mehr so viel schwarz. Kann man mit diesem schwarzen Loch jetzt nicht einfach alles entfernen, was man nicht haben möchte? Nee, du kannst nur einen temporären Durchgang machen oder so. Ist das cool, Alter. Du kannst jetzt einfach alle Kürbisse ändern. Flo, saugen. Saugen, Flo. Hier. Echt? Aber ich habe schon genug Grün. Brauchst du vielleicht noch Grün, Flo? Oh, ich habe keine Melone mehr. Warte, echt jetzt nicht? Oh Mann, Flo, ich bin enttäuscht von dir. Du als Melone solltest doch schon mindestens. Ah, tatsächlich, ich hab's nicht gesehen. Saugen. Ja, genau, da kannst du saugen, Alter. Oh ja, das brauche ich. Dabei, analysieren? Ich hab das nämlich komplett voll. Nee, das haben wir, glaube ich, schon mal analysiert. Nee, jedes anders. Ah, cool. Das heißt, da kann man. Weil, wenn du die analysierst, ich kann dir sagen, was dir das bringt. Wenn du das analysierst, kriegst du halt in deinem Tisch mehr Punkte. Und die Punkte im Tisch brauchst du, damit du neue Dinge erforschen kannst. Verstehst du? Ah, das heißt, desto mehr man erforscht, desto weiter kommt man. Ah, okay, cool. Aber es gibt dir noch richtig. Warte mal, Roman. Und ab wann ist man im Tisch dann sozusagen? Ich sag. Was ist, Flo? Was sagst du? Hier ist ein Fans. Hä? Wieso ist da ein Fans? Ich sag, dieser Berg ist hohl. Analysieren. Ich weiß nicht aus Erfahrung. Roman, Fans. Komm her. Hey, wieso ist dieser Berg hohl? Bitte mich hohle Berge. Ich weiß nicht, ob das einer ist, aber mach mal ein schwarzes Loch hier drauf. Schwarzes Loch. Doch, warte. Er ist hohl, guck. Oh mein Gott, wieso läufst du da durch, Flo? Was ist... Warte, das reicht nicht mehr von der Zeit her. Warte, ich mach nochmal neu ein schwarzes Loch. Ah, Mann, da hat... Hier ist ein Lobspawner. Ich bin drin. Oh mein Gott, Flo, du darfst doch nicht einfach so... Alter, das war irgendwie gerade eben super knapp, da durchzulaufen. Das war gerade voll das komische Gefühl. Kann man da eigentlich drin stecken bleiben und sterben? Pass auf, Silberfische. Ja, Silberfische meine ich, ja. Bitte, wenn es geht, mit einem Hit. Ja, versuche ich. Ich hab die hier mit so einer Pickaxe. Ah, das sind ziemlich... Oh, Roman! Goblins! Wo? Das sind kleine Kobolde. Warte mal, analysieren, Flo. Analysieren. Nein, nicht töten. Sag, Barbecue. Warte mal, nein, Flo, du musst analysieren. Leute, die machen viel Schaden. Doch, ich hab ein Dings. Ich hab einen analysiert, glaube ich. Ich hab fünf Gehirne. Ist noch einer irgendwo? Warte, da analysieren. Warte. Funktioniert das? Geht nicht? Oh, der schlägt mich die ganze Zeit. Die machen aber ganz schön gut Damage, muss ich sagen. Oh, ja. Easy. Hast du eigentlich Brot, Flo? Brauchst du was zu essen? Ich hab nämlich richtig viel Brot. Ich habe einiges an Porkchop. Okay, sollen wir uns hier wieder rausbegeben? Weiß ich nicht, ja, warte, Glowstone, brauchen wir das vielleicht? Ich habe 25 Glowstone, das dabei. Manchmal gibt es hier nämlich Kisten. Oh, guck mal! Ui, warte, analysieren? Warte, ja, das kann man analysieren. Nicht. Echt nicht? Ah, tatsächlich. Aber du hast. Aber nimm's mit. Hast du nicht irgendwie gesehen? Ja, ich hab schon 6 Stück für mich. Hier sind Wurzeln? Ja. Okay, Roman, machen wir nach draußen. Okay, warte, aber wohin sollte ich das schießen? Sollte ich das hier nach rechts schießen oder nach oben? Doch, oder? Das funktioniert. Ja, warte, einfach irgendwo. Warte, ich komm gleich nach. Warte, kann man die auch schräg schießen, Flo? Bist du die da? Kann du das vielleicht? Ja, sagen? Ja, mach einfach. Echt jetzt? Okay, ich versuche es. 1, 2, 3, schräg da hoch. Warte. Lauf. Das wird eng. Okay, oh, easy. Das ging hinter dir zu. Alter, das ging richtig. Alter, guck dir mal das. Was? Guck dir mal den Hirsch an. Oh mein Gott, hab ich da gerade erschrocken. Warte mal, lass den mal kurz angucken. Ich hab den gerade nicht richtig. Lol, der sieht so dumm aus mit seinem Helm. Ah, oh, der ist cool. Den möchte ich mitnehmen. Wollen wir mal auf so einen großen Baum hoch? Alter, ja, klar, können wir gerne machen. Geister-Creeper! Ah, ganz ruhig. Da hinten sind Melonen, Flo. Musst du ersetzen. Oh, da ist ein Kürbis, meinst du? Da warte mal, kurz, warte. Wir können, glaube ich, in den Baum rein, oder? Echt jetzt? Cool. Warte, check das mal. Gibt's da eine Tür? Weiß ich nicht. wir brauchen keine Tür. Ja, wir machen einfach. Oh, da ist irgendwie. Nee, das ist nicht so. Nee, du hast hier diesen Block genommen. Warte, hier. Nicht die Wand. Da, hier, rein, Flo, rein. Kommst rein? Easy. Lol, hier, komm mal. Oh, lol, es ist weit nach oben. Cool. Aber wir haben kein Jetpack oder sowas in der Art, leider. Dann können wir noch. So, was hörst du das? Grillen. Stimmt. Irgendwas zirpt hier, Flo. Ich glaube, das ist so eine Grille, die hockt außen am Warte, Baum. Flo, die kann man abbauen, die baue ich dann unter dein Haus und dann regst du dich immer auf. Nein, Flo, es ist böses. Oh mein Gott, das ist die Zukunft von Mudbolt. Ich muss mir die holen. Es ist böses im Busch. Warte mal, hier ist. Alter, manchmal gibt es auf solchen Bäumen einen Dungeon, deswegen. Ah, okay, verstehe. Oh, die werden lauter. Warte mal, hast du eigentlich viele Fackeln dabei? Weil ich habe echt nur noch eine einzige dabei. Und ich versuche. Pass mal auf, vielleicht wird der Baum böse. Nicht abbauen, den Baum. Ja, okay. Gut. Doch, vielleicht. Ja, wir kommen da so. Mach das Loch. Warte, das Loch nach oben? Ja, hier an den Rand irgendwo, wenn das geht. Okay, warte, an den Rand. So, warte. Oh, doch, das funktioniert gut. Okay, gut, ich bin jetzt hier gelandet. Das schließt sich. Ja, ich bin ja nicht mehr drin. Ich bin ja nicht mehr drin. Okay, safe. Warte, Alter, das ist echt cool mit dem Loch. Da kommt man echt gut weiter. Oh mein Gott, komm mal her, wie cool. Der Ausblick. Wow, das sieht super hübsch hier aus. Cool. Hauptsache, hier oben liegt ein Ei. Echt jetzt? Das müssen wir benutzen. Wenn da jetzt noch. Warte mal, er versucht das mal zu schmeißen. Wenn da jetzt noch ein Hühnchen rauskommt. Hier unten ist ein Tourist unterwegs, Roman. Oh, Tatsache, der Tourist. Hier ist noch ein Ei. Alter, warte mal, Flo.
Die Dings, die Blätter sind gerade eben alle abgegangen. Super komisch. Alter. Warte, Egg habe ich schon. Guck mal, wie hübsch das hier aussieht. Das ist echt lustig. Hallo, Mr. Tourist. Ich glaube, Sie haben sich ein bisschen verirrt. Ich glaube, Ihr Reiseleiter hat Sie ein bisschen rumgeführt. Der Reiseleiter hat Ihnen wahrscheinlich irgendwie den falschen Weg mitgegeben. Also, wir bitten Sie bitte, das Gelände zu verlassen. Dankeschön. Dankeschön. Woo! Und da weggeflohen. Ich glaube, hier ist ein Dungeon auf diesem Baum. Der Reisende hat seinen Weg verlassen und ist. Hast du ihn runtergeschubst? Naja, nicht unbedingt geschubst. Ich habe ihn. Er ist freiwillig gegangen, sagen wir es mal so, okay? Bungee-Jumping ohne Seil, alles klar, Ron. Bungee-Jumping ohne Seil. Okay, wo bist du jetzt hin? Lauf mal in die andere Richtung. Ich glaube, Hier ist ein Dungeon. Aber doch, ich hab Baumspinnen. Warte, du bist schon noch auf dem Baum, oder? Ja. Okay, das heißt... Oh, scan die Blätter. Warte mal, die Blätter haben wir noch nicht gescannt, ne? Die Twilight Oak Leaves. Okay, warte mal, du hast dich hochgebaut oder sowas hier ist was. Art, kann das sein? Roman, wir brauchen... Oh mein Gott, Roman! Du glaubst nicht, was ich bekommen habe. Was hast du denn bekommen? Warte, komm hier weiter, dort, wo du gerade bist. Warte, ich gehe gerade nach oben. Mir fällt jetzt das... Achso, ich glaube, du bist... Warte mal. Bin ich irgendwie falsch oder so? Nee, wir sind richtig, guck mal. Roman, guck mal, was ich bekommen habe. Wo bist du? Ach, da bist du ja. Wow! Mir ist jetzt das aufgefallen. Oh mein Gott, das sieht so mega cool aus. Alter, ich bin Chaos für der kleine Goblin. Du siehst aus wie so ein kleiner, süßer Teddybär. Das stimmt, wie so ein Koala. Easy, Alter, mega fett. Guck mal, hier. Du kennst das, wenn hier nur ein Block ist und dann schon das. Verstehe. Easy. Oder? Ist hier ein Dungeon? Weiß ich nicht. Ich habe Spinnen gehört, ich bin mir ziemlich sicher. Also ein Dungeon im Baum. Sind wir hörst du Spinnen? Warte. Ja, doch, hier sind irgendwo Spinnen. Warte mal, wäre es nicht irgendwie schlau gewesen, hätten wir uns... Warte mal, hast du zwei Eisen dabei? Dann können wir uns vielleicht... Ja, hab's. Oh mein Gott. Warte mal, sind da böse Dinger drin? Scannen! Flo, aufpassen. Warte, kann man nicht scannen? Okay, warte, easy. Warte, andere Leute bekommen so sofort Angst. Hier waren Dings. Okay, warte. Warte, erstmal das Ding hier abbauen. Okay, nice. Easy, erstmal hier eine Fackel bauen. Hier war ein Serpling drin, richtig geiler, warte. Woo, Seeds, dann Charm of Keeping 1, was ist das? Dann zwei Melonen, Flo, und den Waterbucket, cool. Sag mal, Flo, würdest du dich was trauen, theoretischerweise? Also so hundertprozentig was trauen? Weil dann, wenn doch, guck mal. Wie gesagt, das ist der Dingsbaum. Welcher? Guck mal, den hab ich da gefunden. Ja. Miner's Tree. Warte, ich hab hier aus Versehen. Ich glaube, ich kenne das Modplay. Warte, guck mal. Der ist, der zieht die Erze von Boden an die Oberfläche. Wow! Also das heißt, wie so ein kleiner Trichter, der andersrum funktioniert. Oh, willst du so einen fetten Baum bei uns zu Hause haben, oder? Na, wobei... Aber also, nimm mal Charm of Keeping mit. Warte mal, weißt du, was das ist? Ist es hier so ein sickly Twilight Oaks? Guck mal das an. Warte mal, hier. Charm of Keeping 1. Okay, was mache ich damit? Wenn du stirbst, behältst du... Also, Charm of Keeping Stufe 1 macht das, wenn du stirbst, das Item, was du gerade in der Hand hast, behältst. Ah, okay. Auf Stufe 2 deine Hotbar und auf Stufe 3 alles. Ah, okay, perfekt. Das klingt ja eigentlich ganz schön cool, Alter. Muss schon sagen, das ist schon ganz schön witzig, ne? Denkst du, was ich denke? Was? Minecraft Survival Games Profi-Time? Oh mein Gott, Minecraft Survival Games Profi! Oh mein Gott, das schaffst du nicht! Oh mein Gott, Flo, du bist echt Minecraft. Du hast durchgespammt bis zum geht nicht mehr, ne? I hope we'll never die. Minecraft Survival Games Profi! Ich drücke! Nein! Flo, tippe mich. Flo, ich hab mein Waterbucket in der Hand behalten. Das ist so gemein. Roman, deine Rüstung. Was? Wo? Ich hab die immer noch. Das war Charm of Keeping. Verstehe. Hattest du, als du gespawnt bist, so ein Dings, so ein Effekt um dich? Nee, nicht, dass ich das gemerkt habe. Oha, das ist mega gut. Ich wusste nicht, dass das mit dem Leichenmod kompatibel ist. Aha, ja, mega cool. Ich findest du nur in Dungeons. Wir müssen unbedingt hier mehr Dungeons machen. Auf jeden Fall, weil Alter. Stufe 3 behältst du nämlich... Also Stufe 1 ist das Item in der Hand und die Rüstung. Ja, das stimmt. Stimmt. Und dann ist Stufe 2 wahrscheinlich irgendwie die ganze... Alter, war das knapp. Eineinhalb Herz. Alter, war das knapp. Das ist echt heftig, ey. Okay. Das heißt, der Charm of Keeping 1 ist sozusagen einfach nur aufpassen und so Zeug. Die Mana-Bohne? Sag mal. Oh, eine leckere Mana-Bohne. Soll ich das dann theoretischerweise auch mal ausprobieren mit diesem Dings irgendwann mal? Können wir ein andermal ausprobieren. Okay, guck mal, hier ist ein Dings, ein Monolith oder irgend so ein Stern. Ein Monolith? Zeig mal her. Wolle. Ja, ein Monolith ist so ein Stein, der irgendwie entstanden ist. Guck mal, bunte Schafe, beziehungsweise sind es Alter, nicht wieder? Ist das Zufall oder warum kommt aus jedem zweiten Creeper ein Dings raus? Hier ist ein Lapisblock oben. Echt jetzt? Cool. Warte, deswegen sind die wahrscheinlich hier blau unterwegs. Portable Hole, schau, ob da unten irgendein Raum ist oder irgendwas. Pass auf, nicht! Nee, da ist nichts, Flo, da ist gar nichts. Oben ist wahrscheinlich alles. Was passiert eigentlich, wenn man in so einem Portable Hole einfach mal drinne bleibt?
Dann passiert dir das, was mir letzte Folge passiert ist. Ah, okay, das heißt. Ah, okay, das heißt, du stirbst einfach. Okay, verstehe. Guck mal, Flo, ein Vogel. Tried. Guck mal, ein Vogel. Warte, ich bin gerade beschäftigt. Cool. Ach, du bist gerade. Ist das cool, Alter. Oh, Mann. Ja, geil. Easy peasy. Okay, wohin gehen wir jetzt, Flo? Oh, mein Rucksack sind noch. Okay, warte, ich habe noch mehr. In meinem Rucksack sind voll viel. Hier ist ein Hase, ein Babyhase. Ich habe auch noch einen Rucksack dabei. Was habe ich da eigentlich alles drin liegen? Ich habe hier noch Golden Boots, dann habe ich noch Oakwood, Easy peasy. Wirklich, der Twilight Forest ist die coolste Dimension. Es gibt Biome hier. Das ist. Es gibt. Ja, es wir, gibt sollten, alles, wir, gell? Wir sollten uns eine Dings machen, eine Magic Map. Ja, Mann, Alter, das ist echt. Das ist so eine Karte, wo du die richtigen Dinge hier eingezeichnet bekommst. Verstehe. Die Monumente. Alter, guck, ich hab ein Babyhaus noch. Hui, oh, der sieht voll süß aus. Sag mal, wieso? Alter, wieso gibt's hier so viele neue Tiere? Das ist echt irgendwie dieser Twilight Forest. Oha, Roman, mach mal ein Loch rein. Einfach mal um zu schauen. Nur mal gucken, ne? Ihr seht, okay, warte. Das ist ein größeres vorher. Also, okay, der hat wahrscheinlich so einen größeren Dungeon. Ha? Ich glaube, ich hab was gefunden. Der Naga? Alter. Oh, Flo, warte mal. Hast du genug zu essen? Warte, ich gucke meinen Rucksack. Warte mal. Oh, ich habe die Idee, Flo. Wollen wir vielleicht den Naga auf eine richtig coole Weise besiegen? Guck mal, was ich dabei habe. Oh mein Gott. Wollen wir es versuchen? Der beschwert nur Squids, die für dich kämpfen, oder? Ich weiß nicht, ob die wirklich für mich kämpfen. Ich bin mir nicht sicher. Warte mal, ich schieß mal. Wir testen das mal aus. Also, dieser kleine Hase dort hinten, Chaos 44, ist unser Zielobjekt, was wir jetzt sozusagen... Oh, nicht der Hase, Roman. Okay, doch, wir müssen das an Nasen... nicht an Nasen, sondern an Nasen ist okay. An Nasen werden wir das experimentieren lassen. So, mal gucken. Doch, der greift an, oder? Greift der Hasen an? Nee, das ist Squid. Squid und Hasen sind Freunde. Ja, Squids und Hasen sind Freunde. Tatsache, der greift die echt nicht an. Aber vielleicht greift er ja den Naga an. Lass mal ausprobieren. Oh Mann, Alter. Guck mal, warte, hier ist noch ein Brunnen. Echt jetzt? Wenn man runtertaucht, warte, soll ich runtertauchen? Weiß ich nicht. Bringen Brunnen wirklich so viel Glück, dass man da runtertaucht? Ich hab nichts, weil manchmal ist hier unten ein Goldblock. Ah, okay, verstehe. Interessant. Wie du runterguckst mit deiner Brille. Die Brille ist echt... Leute, kommt schon raus! Alter Vater Flo, was ist das? Was ist das neue Update? Alter, ich weiß es nicht. Kann man das abbauen, Flo? Ganz vorsichtig bleiben. Warte, Roman, du weißt, wie Dungeon und Blöcke abbauen ist. Okay, easy, ich weiß. Okay. Wieso ist der lila? Wieso sind da so... Alter, wieso ist der lila? Stimmt. Roman, die duplizieren sich. Oh, wieso sind da so viele? Ich schieß Squids. Wo? Squids, greift an! Warte mal, greifen die Squids an? Ich bin mir nicht sicher. Doch, Feuerfokus. Alter, ganz ruhig. Warte, ich nehme auch ein bisschen was. Easy, was habe ich hier für Waffen dabei? Ich habe den Amethyst-Sword dabei. Dann hier ein bisschen. Oh, der hat mehr AP als beim letzten Mal, wo ich hier war. Oh, der macht Damage. Alter, ganz vorsichtig, Flo. Ich schlag... du musst den auf den Kopf schlagen. Ja, pass auf. Einfach auf den... Der bin ja auch so komisch. Ja, die sind so mega. Alter, 3 Herzen Schaden pro Schlag, Flo. Lass dich nicht schlagen. Geh weg. Treffen. Warte, wir kriegen ihn. Okay, erstmal. Erstmal den so. Wir kiten den. Oh, stimmt, kiten, Flo. Das ist ein sehr stoller Begriff. Oh mein Gott. Ganz ruhig bleiben. Schau zu, dass der dich. Ja! Okay. Ganz ruhig. Du musst wieder übernehmen. Da wurde ein Teil weggesprengt. Ja, 3 Herzen. Okay. Wir haben den Ball. Hier ist ein Teil zum Aufladen. Alter. Ja, genau, das brauche ich. Echt? Okay, perfekt. Hol dir ein bisschen was von Feuer und so. Und ich greife da weiter ein bisschen. Alter! Lol, Flo, der macht wirklich viel Schaden. Da muss man pass auf. 20 Damage! Alter. Ich hab Stärke bekommen oder so. Echt jetzt? Okay, ganz ruhig. Der ist fast down, der Typ hier. Er hat mich gerade eben mit seinem Schwanz geschlagen. Okay, warte mal ganz ruhig. Nice, warte. Hier ist schwarz. Warte, das brauche ich. Okay, ganz. Oh, Alter, der frisst sich hier durch den Boden durch. Alter! Flo, der macht wirklich viel Schaden. Kannst du irgendwie heilen oder sowas? Nice! Alter! Okay, der erste ist tot. Das heißt, sind nur noch ein paar Leute zu hier, okay. Oh, lol. Drei Herzen. Ich hab 13 Level bekommen durch einen. Kannst du den durch Fernkampf? Eineinhalb Herzen. Der ist übelst krank. Ich hab auch nicht so viele. Warte, ich hab auch nur einen Amethyst-Sword. Warte, du darfst auch nicht seinen Hinterteil bewegen. Ganz ruhig. Oh, Flo, der macht richtig viel Schaden. Wirklich übelst viel. Ich muss mich mal heilen. Warte. Ganz ruhig. Oh, das ist so zu knapp. Warte mal. Hast du genug Essen zum Heilen? Roman, hast du Alumentum? Alumentum? Was ist Alumentum? Meinst du... dieses Ding ist schwarze Magie. Schwarze Magie, diese Bomben. Leck mich ab. Nee, die Bomben habe ich nicht mehr dabei. Oh, Mann, Mist, Alter. Ich hab ein paar mit. Echt jetzt? Hast du ein paar mit? Oh mein Gott. Versuch die zu schmeißen, vielleicht machen die wirklich genug Schwarze Schaden. Magie! Warte mal, funktioniert's? Nee. Flo, das hat ihn irgendwie... Lol, das hat ihn irgendwie nicht interessiert. Ich glaube, das ist too much oder so. Oh, das ist echt ein bisschen too much. Lauf weg!
Okay, oh, warte, warte mal, das explodiert gleich. Oh, hat ihm das Schaden gemacht? Alter, ich geh jetzt voll drauf, voll drauf. Okay, geh voll drauf und ich lenke ihn ab, okay? Ja, von der Seite schlagen, einfach beide von der Seite schlagen. Doch, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Ey, Stina, der Server hat gerade Gerber-Time. Der Server kommt überhaupt nicht hinterher, der hat wirklich so viel. Ich habe noch 1,5 Herz, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Bin ich tot? Nein, 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 Flo, ganz ruhig bleiben. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab alles im Griff, Gauss 44. Du musst halt eben wirklich aufpassen, dass da wirklich... Warte, ich hab eine Idee, wie ich das regeln kann. Flo, ich kann das regeln. Warte, vielleicht kriege ich es hin. Vielleicht kriege ich es hin. Warte, komm schon. Wieso geht das nicht, Flo? Wir sind too strong. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Server ein bisschen ruckelt, beziehungsweise diese Welt generiert sich nicht so richtig. Warte, ja, komm schon, wieso geht das nicht? Flo, warte mal, warte mal. Warte mal, kannst du glaubst, warte mal, kann ich dir so ein Ding, drauf, so ein Ort? Voll drauf, voll drauf. Warte, ich habe eine Idee, Flo, hast du vielleicht ein bisschen Energie? Das sehe ich, wie viel, ich glaube, die Bossbar ist nicht die richtige. Warte mal, kann ich da ein bisschen rausziehen? Kriege ich da schwarze Magie? Flo, ich habe einen Plan, ich habe den Plan. Warte, ich habe ihn gleich. Geh da rein, geh da rein. Oh mein Gott, das ist eine gute Idee. Geh da rein, geh da rein. Komm schon. Oh, nicht, ich fall fast rein. Drauf, oh, jetzt hast du ihn. Warte. Okay, Flo, warte. Ich zieh noch mal ein bisschen Magie raus. Vielleicht kriege ich ihn gleich. Okay, warte. Boah, es ruckelt gerade richtig hart. Alter, der Dings, der dreht sich da durch. Warte, wir haben ihn gleich. Easy, draufschlagen. Der ist gleich finished. Der ist gleich finished. Okay, easy. Nice. Okay, Flo. Puh, wir haben ihn. Perfekt, Alter. Aber wenn du mich jetzt einmal schlägst, bin ich tot. Alter, sind wir fertig? Wir haben den, glaube ich, geschafft. Was hat der gedroppt, Flo? Sag mal her. Flo. Der hat einen Dings gedroppt. Guck mal, was ich der hab das Ding jetzt erschlagen, was gesehen. Hä, was ist das? Das sind die Überreste von diesen Dings. Ich habe aus wieder so ein Dings draufgeschlagen. Oh nein. Warte mal. Okay, warte. Hast du noch eine Bossbar? Ja, nein, nein, nein. Nein, habe ich nicht. Aber guck mal, was ich hier noch habe. Ich habe hier so einen komischen Nagerkopf. Guck mal. Da, 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 da. Ja, ich habe auch einen. Diesen mega cool, Alter. Kann man aufsetzen? Weiß ich nicht. Kann man das? Warte. Ich habe Nagerscales. Ah, echt jetzt? Cool, Alter. Was kann man daraus machen? Oh, der Leute, hätte noch einer. Noch einer? Okay, komm. Dem geben wir jetzt nochmal den Rest, Flo. Und dann zeigen wir dem jetzt einfach nochmal. Leckt er auch? Ich hoffe nicht. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Gerber-Server hier abgeht. Aber der ist echt ein bisschen übelst lang. Aber oh, der ist irgendwie, Alter, der ist irgendwie super schnell. Wieso ist der so schnell? Alter, Flo, ganz ruhig, den Kopf schlagen. Alter, okay, der macht Schaden, ganz ruhig. Du musst ihn einfach nur kiten, das funktioniert. Oh, Flo, Alter, der greift hart an. Lauf weg, lauf weg, lauf weg, Alter, ganz ruhig, wir haben deine Kumpel schon getötet. Ich hab keine Magie mehr. Oh, seine Teile fliegen weg. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh, der kommt viel schöner aus der Folge. Ja, aber echt, ey, der geht übelst klar. Jetzt sieht man den nochmal in voller Pracht. Schlag ihn gegen den Kopf, easy, boom. Und komm, letzter Schlag, Flo, warte, weg das Ding. Woo, Alter, das war echt cooler Kampf. Also ich muss schon, Alter, Flo, ich hab einfach Roman, guck mal, was ich hier vorher aufgehoben hab. Oh, du hast einen Hasenkopf aufgehoben. Zieh den an, zieh ihn an. Los, Roman. Flo, zeig deine Kollektion an Köpfen. Du bist jetzt der reisende Hase mit dem äußeren. Übrigens, denkst du, du kannst die Rüstung machen daraus, ne? Echt jetzt? Aus den Köpfen? Hast du Nagerscales? Nee, Nagerscales habe ich nicht. Hast du Nagerscales? Hier ist ein Nagerscales, da kannst du Rüstung machen. Mega cool. Warte mal, dafür muss ich jetzt erstmal hier was wegschmeißen. Erstmal hier das da, das da, das da. Mal gucken, was ich daraus bauen kann. So, wir haben einmal hier... Chestplate, aber ich habe nicht genug für eine Hose. Oh, eine Chestplate, mega cool. Und dann habe ich... Lol, da gibt's nur eine Chestplate und eine Hose? Ja, so wie es aussieht. Warte, Chestplate. Mach die Hose, Hose hat Protection. Echt jetzt? Protection 3, Alter. Die Fire Protection und Protection ist schon nicht schlecht. Warte mal, ich schaue mir das mal hier kurz an. Easy. Aber ich muss schon sagen, die passt ja nicht so ganz zu meinem Outfit. Wobei, es geht eigentlich, oder? Wobei, ich habe Momentum. Ich finde das lilane Outfit etwas besser, ja? Also, mir gefällt das ja mehr. Das ist so ein bisschen lila, das ist so schön und hübsch. Warte, ich komme zu dir. Einen Moment, Kauste 44. Das ist ein perfekter Ort, um hier nochmal Schluss zu... Alter, du schmeißt hier wieder mit schwarzer Magie rum. Alter, Flo, du hast gerade eben Vogel im Flug abgeschossen. Alter, Flo, einfach immer nur die... Guck mal, das ist so armer kleiner Vogel da unten und du hast ihn mit schwarzer, dunkler Magie abgeschossen, sodass es ihm wehtut. Das war der Hase. Flo, du solltest dich schämen. Naja, jedenfalls hoffen wir natürlich, dass der Kampf euch heute gefallen hat. Der letzte Kampf gerade eben war nochmal ganz schön, ja, ohne so wunderbar. Und ansonsten sieht man sich natürlich in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao.